Oh mein. Oh Gott. Knacksender Nacken, Rumgehämmere, schreiende Patienten. Das sind Internetbilder aus einer chiropraktischen Praxis in den USA. Die Methoden sind beeindruckend. Grund genug, dass unser Reporter den hämmernden Chiropraktiker persönlich treffen will. Bis dahin muss er aber einen langen Weg auf sich nehmen. Viele Stunden unbequem sitzen, schlecht schlafen. Kaum jemand steckt das ohne Verspannungen weg. Ideal. Da kann der Muskelarzt gleich Hand anlegen. Dazu später aber mehr. Wir sind in Albuquerque, New Mexico. In der 500.000 Einwohnermetropole sorgt der hämmernde Muskelarzt laut Internet für Erleichterung. Bei dieser Adresse soll die Arztpraxis sein. Aber wir finden nur eine Kampfsportschule. Die Jackson Wing Fight Academy ist eine bekannte Trainingsstätte für Mixed Martial Arts. Leichtgewicht-Champion Chris Brown trainiert hier. Kennt er unseren Hammerarzt und weiß er vielleicht, wo er ist? Dr. Bo passt auf meinen Körper auf. Als Kampfsportler trainieren wir sehr hart. Es kostet uns viel, wenn wir verletzt sind. Es kostet uns viel, wenn was falsch läuft. Es ist super, jemanden da oben zu haben. Ich muss jetzt hoch. Kommt mit, schaut euch die Behandlung an. Ein Stockwerk höher ist sie, die Arztpraxis von Dr. Bo Hightower. Praktisch, denn Mixed Martial Arts, kurz MMA, ist eine Vollkontakt-Kampfsportart und besteht aus vielen Schlag- sowie Tritttechniken des Boxens, Kickboxens, Taekwondo und mehr. Auf jeden Fall mit viel Potenzial für Verletzungen. Und hier ist der Mann, den wir suchen, Dr. Bo Hightower. Er erklärt, was es mit dem Hammer auf sich hat. Wir benutzen diverse Hammer und Meißel für den Körper, je nachdem, welcher Muskel bearbeitet oder Knochen verschoben werden muss. Zum Beispiel hat dieser Meißel einen kleineren Aufsatz für den Unterkiefer, um gezielter zu arbeiten. Außerdem orientieren wir uns auch nach der Größe und Muskelstärke des Patienten. So viel zur Theorie. Und wie sieht das dann aus? So etwa? Ah! Oh, man! Hilft das Hämmern wirklich? Oder ist am Schluss alles nur Show? Durch seinen geschulten Blick erkennt der Doc, wo das Problem liegt. Mit speziellen Handgriffen hebelt er zuerst Gelenkblockaden aus. Ich habe die Rippen gerichtet. Die Spannung geht von hier über den Körper, von der rechten Schulter zur linken Hüfte. Das ist ganz klar an den Knoten zu sehen. Jetzt kommen die Spezialwerkzeuge zum Einsatz. Durch das Hämmern lockert Dr. Hightower Knotenpunkte und löst die Spannung. Er bearbeitet besonders das Becken und die Schulter. Das Verblüffende, die Methode schlägt an. Schau nach links und nach rechts. Rechts ist gut? Rechts geht's gut. Nach links mehr hier oder da? Hier. Und woher stammt die Idee? Wir haben uns das bei vielen Chirurgen abgeschaut. Auch im Nahen Osten wird teilweise ähnlich gearbeitet. Indien, Thailand, sogar in Holland. So wird in Thailand bei der Toksen-Massage mit einem Holzhammer gearbeitet. Doch ob man die beiden Methoden vergleichen kann? Was sagt unser Patient? Alles gut? Als ich das erste Mal herkam, hörte ich die Leute schreien. Und ich dachte, der Typ ist Doktor, warum schreit jeder? Das sind Schmerzen, aber gute Schmerzen. Bei Chris Brown kommt die harte Behandlung gut an. Auch andere berühmte Personen lagen bei Dr. Hightower schon unterm Hammer. Zum Beispiel Hundeflüsterer Cesar Millan, Sänger Marilyn Manson und Victoria's Secret Angel Taylor Hill. Mit gerade einmal 34 Jahren ist er einer der erfolgreichsten Chiropraktiker. Fitness und gesunde Ernährung bestimmen sein Leben und das seiner Frau. Wir sind aber immer noch skeptisch. Warum gerade Hammer und Meißel? Ganz einfach, weil es funktioniert.
Der Hammer gibt dir eine sehr gute Möglichkeit, Körper und Knochen zu bearbeiten. Wenn etwas verschoben ist, löst man das Problem am besten mit punktueller Krafteinwirkung. Hast du schon mal eine Knie-OP gesehen? Die nutzen Hammer und Meißel, um Prothesen richtig zu platzieren. Klingt einleuchtend. Seine Frau ist Fitnesscoach. Aber wie kommt Dr. Hightower zum Kampfsport Mixed Martial Arts? Die Kämpfer werden buchstäblich für ihr Leben verprügelt. Das Verrückte ist, wenn sie nicht in den Käfig steigen, bekommen sie auch kein Geld. Für uns ist es daher wichtig, für die Gesundheit zu sorgen. Und im Trainingscenter geht das eben am besten. Das sieht auch seine nächste Patientin so. Michelle Watterson, Weltstar der MMA-Szene. Sie bereitet sich auf den nächsten Kampf vor. Daher auf zur obligatorischen Behandlung beim Hammerchiropraktiker. Die Kämpferin klagt seit längerem über Muskelverspannungen im Bein und Gelenkschmerzen am Kiefer. Und so brachial die Hammermethode auch aussieht, unser Doc schwört darauf, selbst filigrane Behandlungen seien damit möglich. And close. Alright, then just relax your jaw. Wenn wir uns die Linie zwischen Stirnbein, Nase und Kinn anschauen, sehen wir, dass das Kinn verdreht ist. Daher nehme ich jetzt den Hammer, um das Kiefergelenk wieder gerade zu rücken. Der gelernte Sportmediziner weiß, was er tut. An der University of California schloss er sein Studium mit Bestauszeichnung ab. Aber was genau erreicht er mit seiner Hammertechnik? Dr. Hightower hämmert das Gelenk mit leichten und vorsichtigen Schlägen in die physiologische Position zurück. Bei Muskelverspannungen ertastet er den Schmerzpunkt und setzt genau dort mit seinem Meißel einen sogenannten schnellen Impuls. Das Gewebe entspannt sich und der Muskelknoten löst sich auf. Und wie steht die Patientin zu Dr. Hightowers Methode? Ich bin bei jedem Besuch nervös. Aber ich weiß, dass er gut für mich ist. Daher komme ich immer wieder. Doch auch die Hammermethode stößt an Grenzen. In Dr. Bowes Team sind Spezialisten für jede Erkrankung. Kommt der Hammer nicht mehr weiter, kann möglicherweise die Nadel helfen. Ob der Hammer alles heilen kann? Nein. Aber deshalb haben wir hier auch mehrere Physiotherapeuten, die mich unterstützen. Wir machen das Team Jackson Wink komplett. Manchmal ist es eben der Hammer, mal die Nadel, mal einfach nur die Reha. Wir nutzen jede Möglichkeit, um unsere Sportler gesund zu halten. Kein Wunder, dass die Fight Academy als eine der besten gilt. Ein kleines Universum mit Ärzten und Trainern, beste Behandlungen für Topsportler. Joey Villasenor, ehemaliger Profifighter und aktuell Trainer in der Academy, ist von Dr. Bowes Arbeit begeistert. Das Tolle hier ist die Möglichkeit, dass du einfach hochgehen kannst, wenn du verletzt bist. Wir haben womöglich die besten Therapeuten weltweit. Und ja, unser Sport ist unkonventionell. Da braucht man eben auch unkonventionelle Behandlungsmethoden. Dieses Tor-Konzept, das Hammer-Konzept, damit sticht Dr. Bo aus der Masse heraus, bekommt Aufmerksamkeit, aber die Behandlung funktioniert ja offensichtlich. Die Praxis brummt. Auch Nichtathleten stehen bei Dr. Bo Schlange. Wie Diana, die 55-Jährige, kommt regelmäßig zur Kontrolle und Auffrischung. Dr. Bo ertastet Schmerzpunkte und achtet auf Fehlstellungen der Wirbelkörper. Genau wie andere Chiropraktiker, mit geübten Handgriffen löst er Blockaden. Doch auch bei Normalos greift Dr. Bo zum Hammer. Damit lassen sich Muskeln und Knochen präziser justieren, sagt er. Der Hammer hat Dr. Bo zum Erfolg geführt. Mittlerweile hat er mehrere YouTube-Kanäle und mehr als 300.000 Follower. Wie fühlt es sich unter dem Dr. Hammer an? Unser Reporter macht den Selbsttest. Die lange Reise steckt ihm ja noch in den Knochen. Fühlt sich dein Körper hart und verspannt an nach der langen Reise aus Europa? Dein Nacken steif, die Schultern schwer? Komm, lass uns den Hammer nutzen. Du wirst dich besser fühlen. Unser Reporter ist skeptisch, legt sich angespannt auf die Liege. Jetzt gibt es aber kein Zurück mehr.
to the lower part first. Right there. Oh my god. And now I'm gonna clear this one as well. Oh gosh. Oh god. Oh right. Wow. You good, bro? Uh huh. All right. Oh! Das hat geknackst. Jetzt sind die Werkzeuge dran. Bringt der Hammer was oder ist das doch mehr Schein als sein? Okay, ja, also war interessant. War ein bisschen schmerzhaft, aber guter Schmerz. Und ich fühle mich echt besser. Also viel freier, lockerer und ja, hätte ich nicht erwartet. Aber war gut. So effektiv die Methode auch ist, austherapiert ist man nach einer Sitzung nicht. Die Patienten kommen wöchentlich oder sogar täglich. Die Kämpfer der Sportschule lassen sich vor jedem großen Kampf bei Dr. Hightower behandeln. Zu Hause nicht nachmachen, aber unser Hammerarzt, der kann's.